Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier bei Zapunzels Orakel. Heute mit dem kurzen Blick in die Kristallkugel. Ich mache das ja immer, um so einen besseren Eindruck zu bekommen, was in Ottos Gedanken gerade aktiv ist, was mit seinen Emotionen vor allen Dingen auf sich hat. Nenne es ein Channeling. Eine telepathische Verbindung zum Onkel Otto-Team. Du schaust wie immer für dich bitte, ob du damit in Resonanz gehen kannst oder nicht. Es ist kein Hokuspokus, es ist auch kein, weiß ich nicht. Ich schnapp halt einfach, indem ich mich hier mit der Kristallkugel verbinde, seine Emotionen gebündelter auf, als würde ich jetzt hier einfach nur so sitzen. Jeder so wie er meint und wie er es mag. Und wir gucken jetzt einfach mal kurz. Ich brauche immer ein, zwei Überschriften. Worüber möchte er berichten? Vorneweg nochmal vielen Dank bei allen, die meinem Kanal folgen, bei allen, die mir ein Like hintern lassen und so weiter und so fort. Da kann ich mich eigentlich nicht genug bedanken, weil ihr habt mein Leben echt verändert oder dazu beigetragen. Verändert habe ich selbst, aber danke, danke, danke. Eine Karte für den Otto, bitte. Dankeschön. Ja, und noch eine zweite Überschrift, bitte. Und zwar, welche Karten nehmen wir da? Eine Seelenreichkarte nehme ich noch mit. Jetzt brauche ich einen Moment der Stille und dann versuche ich mich da jetzt mal anzudocken. Du machst mich manchmal verrückt. Weißt du das eigentlich, Babe? Du bist in so vielen Minuten am Tag an meiner Seite, dass ich das Gefühl habe, du stalkst mich von morgens bis abends. Das ist anstrengend auf der einen Seite, auf der anderen Seite macht es mich auch glücklich. Dadurch, dass du in mein Leben gekommen bist, mir so viele schöne Momente gegeben hast, habe ich in meinem Leben echt viel in die Veränderungen bringen können. Hat sich auch in mir sehr viel verändert. Da, wo ich vorher sehr unsicher war, kommt jetzt mehr und mehr ein Gefühl in mir auf, dass ich sehr wohl etwas wert bin. Weil die tollste Frau auf der Welt mir sehr beständig zur Seite steht. Manchmal kann ich das gar nicht glauben. Ja, ich weiß, hin und wieder rasseln wir noch aneinander. Immer dann, wenn die Rebellin in dir hochkommt, wenn du schon anfängst mit ja, aber, ja, da muss ich aufpassen, dass dann in mir der alte Kämpfer ruhig bleibt, gelassen bleibt, nicht sofort das Schwert zückt. Das fällt mir manchmal noch schwer, aber es gelingt mir auch das besser und besser. Ich finde, dass wir beide auf einem richtig guten Weg sind, dass
viel Neues entstanden ist in unserem Leben, in deinem, in meinem, dass du im Prinzip das Sahnehäubchen bist in meinem Leben. Ich möchte aber für mich selbst noch ein bisschen mehr Balance in meine berufliche. Ich möchte. Jetzt fängt er an zu straucheln. Warte. Wenn du an meiner Seite lebst, dann möchte ich, dass Geben und Nehmen im Ausgleich ist. Noch ist es so, dass ich dir noch nicht so viel geben kann, wie ich von dir schon bekommen habe. Deshalb gib mir noch ein kleines bisschen Zeit. Mir ist schon bewusst, dass dadurch, dass immer mal wieder kleine Disharmonien zwischen uns beiden herrschen, du mir immer wieder den Spiegel zeigst und ich genau sehe, wo ich da ansetzen darf. Und das hilft mir sehr. Manchmal grinse ich insgeheim, wenn wir da wieder unsere Rebellion starten beide. Aber auch das ist besser und besser geworden. Sei dir sicher, ich bin an deiner Seite. Ich bin mehr an deiner Seite, als du es dir vielleicht vorstellen kannst. Ich habe dich den ganzen Tag bei mir. Und wenn es dir nicht gut geht, merke ich das sofort. Bin ich in meiner Kraft und in meiner Mitte? Eile ich dir zu Hilfe? Kann ich das aber gerade nicht, weil meine Energien selbst zu schwer sind. Ich versuche die jeden Tag hoch zu pushen. Es gelingt mal besser, mal schlechter. Also bitte. Du hast so viel Kraft, du hast so viel Stärke in dir. Sei mein Leuchtturm, weise mir den Weg. Da kam das. Das war's. Ja, ich kann immer hinterher nicht so viel dazu erzählen. Es war auf jeden Fall keine schlechte Energie. Mir geht es gerade besser als vorher, habe ich auch mal angezapft. Nicht nur immer andersrum. Ja, ich hoffe, dass ihr damit irgendetwas anfangen konntet. Wenn nicht, dann nicht. Ich lasse mal liebe Grüße da, bedanke mich bei allen. Ach, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich habe da. Bedanke mich bei allen fürs Zuschauen. Bleibt mir gesund und bis zum nächsten Mal.